18 Uhr geht los. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Felix Eckert und ich möchte euch heute ganz viel über das Mischen zeigen. Mischen ist für mich einfach etwas so Schönes, so Kostbares, eigentlich wie beim Kochen. Das heißt, das ist so dieser ganz sinnliche Part der Malerei, wo man wirklich wie beim Kochen auch abschmeckt und feinste Töne und Nuancen und Variationen mischt. Und was es beim Mischen einfach nicht gibt oder nicht geben sollte, ist zum Beispiel Eile. Denn mit Eile entstehen oft so diese Farben, die sich viele Leute nicht wünschen, milchige Töne. Und das, was man hier auf der Palette sehr liebevoll und sehr, sehr intensiv macht, das kommt dann natürlich nachher auf dem Bild auch so an. Deswegen kann ich sagen, das hier ist eigentlich so das Zentrum, auch das emotionale, auch das gefühlte Zentrum der Malerei. Denn hier findet das statt, warum man die Malerei oder viele Menschen die Malerei einfach lieben. Die Farbe, wegen der Farbe. So. Und ich zeige zuerst so ein bisschen was über die Schwarztöne. Grautöne sind gefragt worden, Grüntöne, logisch. Aber dann auch über das Mischen im Generellen. Ja, dann, wenn ihr möchtet, bitte tragt euch auf meinen Newsletter auf meiner Seite Mahlzeit.eu ein. Dann erfahrt ihr am zuverlässigsten, was es Neues bei mir gibt. Mahlzeit versteht sich ohne H. Und ein neues Video wird es am 7.4. um 18 Uhr geben. Ein weiteres Webinar zum Thema Porträtmalen. Ja, das dazu. Beginnen wir mal mit den Tönen Schwarz. Man kann sich Schwarz kaufen und generell kann man auch sagen, dass man Schwarz natürlich benutzen kann. Und es kommt auch ganz darauf an, ich zeige jetzt hier relativ intensive Farbmischung, aber manche Bilder fordern auch die ganz dreckige Farbmischung. Eine Farbmischung, die eine Nachlässigkeit zeigt, die vielleicht nicht die schönen Farben zeigt, sondern vielleicht Farben, die ja, vielleicht besonders dreckig oder besonders schmutzig sind, weil es zu dem Thema des Bildes passt. Also das, was ich euch zeige, ist jetzt nicht der einzig richtige Weg, sondern es ist der Weg, wie man intensive, leuchtende Farben bekommen kann. Ja. Und jetzt beim Thema Schwarz zum Beispiel, da gibt es verschiedene Variationen, weil ihr könnt, einen Ton habe ich übrigens noch vergessen, liegt der hier noch rum, das Phthalogrün bläulich, ja, ist jetzt nicht ganz wichtig. Man kann auch das Phthalogrün bläulich nehmen, Moment, das muss ich eben noch holen, da hinten steht es, Moment. Zweimal das. So. Der ist auch noch ein schöner Ton. Also A kann man das Phthalogrün bläulich nehmen für Schwarztöne. Echt klasse. Oder man kann das preußisch blau nehmen. Und das ist so meine Grundlage. Ich habe gern in dem Schwarz, da habe ich gern verschiedene Variationen. Zum Beispiel, ich zeige das einmal. Wenn ich jetzt das preußisch Blau habe, das ist an sich ja schon dunkel, und gehe ich da zum Beispiel mit ein bisschen Braun rein, ich kann das jetzt hier mal auftragen, dann seht ihr schon, das ist echt schwarz. Wenn ich jetzt da mit ein bisschen Blau reingehe, dann habe ich zum Beispiel ein Blau-Schwarz. Ich hoffe, man kann das über die Kamera sehen. Ich nehme noch ein bisschen mehr Blau. Das sind halt ganz, ganz geringe Farbnuancen. Ne? Sieht man? Kannst du ja mal die andere Kamera zeigen. Ah, danke schön. Vielen Dank. So, danke. Ja, Anfänger, jetzt geht's los. Vielen Dank. Also, hier noch einmal weiter. Wenn ich noch mit dem Schwarz hier mit Blau mache zum Beispiel, dann wird es ein Blau-Schwarz. Wie sieht's aus? Sieht man's? So. Habe ich dann noch, ich kann auch noch andere Töne damit reinmischen. Ich kann zum Beispiel auch ein Grün nehmen, ja, dann wird es ein Grün-Schwarz. Ein grüner, dunkler Ton. Und ja, vielen Dank, Leo Queen. Das sind schon mal die Leo Queen 23, ist der Name richtig. Das sind schon mal ein paar Schwarztöne. Was ich mache, was ich sehr gerne mache, ich gehe immer von so einer Pfütze aus, diese hier. Das ist so eigentlich mein schwarzes Mischzentrum. Und dann füge ich dort immer wieder andere Farben mit hinzu. In diesem Fall das Chinacridon-Violett. Das macht dann so ein rötliches Schwarz. Und das sieht so toll aus, weil man in manchen Bereichen dann so intensive
leuchtende Farben hat, auch in der Dunkelheit. Sonst säuft ab und zu so die Dunkelheit ganz schön ab, aber mit diesen Farben echter Wahnsinn. Ich nehme ein bisschen Cadmiumrot mit hinein, nur um euch zu zeigen, wie ihr die Palette der Schwarztöne erweitern könnt. Ein richtig schönes, warmes Rotschwarz. Satt der Ton. Wir hatten ein Grünschwarz, wir hatten ein Blauschwarz und dann natürlich, logisch, könnt ihr hier noch ein bisschen Sienna mit reinnehmen und habt dann, bewegt euch dann so langsam schon zu den braunschwarzen Tönen. Nochmal Leo Queen 23, hier kommen deine Braunschwarztöne. Hier ein bisschen Blau noch mit rein. Und jetzt nehme ich statt des Preußisch-Blaus, nehme ich mal Ultramarinblau und Umbra gebrannt. Zack. Schon wieder ein Schwarzton. Und den kann ich immer wieder variieren. Und das zeige ich kurz. Wenn ich jetzt den nochmal bläulicher haben möchte oder so einen leichten Blaustich geben möchte, gehe ich nicht in die gesamte Pfütze, weil dann kann ich den anderen Ton ja nicht mehr verwenden, sondern gehe nur hier so an den Rand ran zum Beispiel, um dann einen Blau-Schwarzton zu haben. Der Vorteil hiervon ist, wenn ich den Pinsel ausstreiche, kann ich wieder in den braunen Ton reingehen und habe den dann wieder. Hab also immer verschiedene Variationen an Schwarz als Grundlage. Das heißt, meine Basis für Schwarztöne ist das Preußischblau, das ist das hier. Oder das Phthalogrün, bläulich, gemischt mit Braun, Umbra gebrannt, Grün-Schwarz, Preußischblau, gemischt mit Braun, mit dem Umbra, ein ganz anderes Schwarz. Ja, wenn ich Schwarztöne habe, dann habe ich natürlich auch verschiedene Grautöne, weil Schwarz ist ja die Basis, um Grau zu machen. Das heißt, diese Schwarzpfützen, die ich hier eben benutzt habe, die kann ich auch nehmen, um Grautöne zu machen. Bedeutet, in diesem Fall, wenn ich ein Grau haben möchte, brauche ich natürlich Weiß. Und ob der Ton milchig ist oder nicht, hängt von der Dosierung des Weißes ab. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Also, ich habe hier immer noch meine Schwarzpfützen und gehe in das Weiß mit hinein. Sieh mal. So, zack. Hab hier das Weiß, gehe da rein, hab schwupps, wenn es ein Grün-Grau war oder ein Grün-Blau-Grau, so wie das, ein echt schönes Grau. So ein Grün-Blau-Grau. War mein Schwarz, was ich mir angemischt habe, war das ein Rot-Schwarz und ich gehe mit Weiß hinein, dann erhalte ich in diesem Fall ein Rot-Grau. Ich kann natürlich diese Töne alle variieren. Möchte ich ein Rot-Grau-Neutraler haben, dann gehe ich natürlich mit ein bisschen Grün rein oder wie in diesem Fall mit dem Kobalttürkis. Dann habe ich ein relativ neutrales Grau. Das Rot ist die Komplementärfarbe zu dem Grün. Und wenn ich also in ein Rot-Grau ein bisschen eine grünstichige Farbe reinkriege, reintue, habe ich ein neutrales Grau. Ich gehe mal einen Hauch mit dem Zitronengelb rein, gehe nochmal in das Weiß und dann gucken wir uns mal das Grau an. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein wunderschönes, helles, so ein Gelbgrau. Echt schön. Das sind Pastellfarben. Es gibt einen Unterschied. Wenn das Weiß gut eingemischt ist in die Farbe, dann hat man Pastelltöne. Und wenn das Weiß so nachlässig so mit drin hängt und nicht richtig durchgemischt ist, dann hat man diese milchigen Töne. Ich habe dieses Grau. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich mische mir ein Rot-Schwarz. Das mache ich noch einmal. Mit dem Preußisch-Blau und dem Chinakridon-Violett. Und gehe ich dann ins Weiß, dann habe ich diese echt schönen Violett-Grautöne. Die sind so toll. Und jetzt noch, oh, einmal kurz gucken, echt toll, mit so ein bisschen Rot mit hinein, dann hat man dieses Hammer
coole Rot-Violett-Grau. Oh, ja, also da. Leute, da geht's ab. Also das ist für mich so, wenn es anfängt in den Händen zu kribbeln, weil die Farben so einen Spaß machen, dann ist für mich so der richtige Malmodus erreicht. Also versucht wirklich, euch alle Zeit zu lassen beim Mischen, dass ihr so auch so ein Gefühl dafür kriegt und denkt, boah, ist das eine schöne Farbe. So, es geht weiter. Folgendes. Ihr seht, ich habe hier immer verschiedene Pfützen, von denen ich ausgehe. Auch da kann ich natürlich die Töne immer wieder heller machen, wenn ich mit Weiß reingehe. Und dunkler machen, wenn ich wieder mit meinen Schwarzmischungen reingehe. Auch hier leichte Blaunuancen, sowas ist schön, wenn ihr ein Blau-Grau haben wollt. So, das sind die kühlen Farben, aber echt schön. Dann gibt es noch die Variante, dass man auch so Braungrau und sowas machen kann. Aber das ist dann für euch auch echt einfach. Weil wenn ihr einmal ein Schwarz gemischt habt und habt ein Weiß dazu, habt ihr ein Grau und wollt ihr ein Braungrau, dann mischt ihr euch ein Grau da, einen Braun damit hinein. So zum Beispiel. Jo, zack. Das ist ein warmes Grau. Und möchte ich das warme Grau noch wärmer haben, dann kann ich zum Beispiel mit Zitronengelb in das warme Grau gehen und habe es noch ein Stück wärmer. Ja, und man kann hier so unendlich zeigen, weil es gibt so viele Variationsmöglichkeiten. Aber so legt ihr mit diesen Grautönen los. Immer eine Schwarzfläche, immer eine Grau, aus der Schwarzfläche wird eine Graufläche, indem ihr Weiß mit hinzufügt und dann fügt ihr die verschiedenen Töne, die ihr dazu haben wollt, mit hinzu. Das Cadmiumgelb Mittel ist sehr intensiv, das würde ich gerne auch einmal zeigen. Da wird der Grauton dann sehr, sehr schnell sehr gelbstichig, wie hier zum Beispiel. Ja, das ist dunkel mit ein bisschen Weiß und Gelb kann man nur mit Weiß aufhellen. Kommen wir gleich mit hinzu. So auch Gelbgrau wird es dann noch ein bisschen heller. Ja, das sind die Schwarz- und das sind die Grautöne. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Grün-Grautöne zu mischen, müsstet ihr in so ein Grau einfach ein weiteres Grün mit reinmischen. So, gucken wir mal. Wer hat denn noch was geschrieben? Beatrix, Dankeschön. Beatrix schreibt, ich weiß nicht, ob es zum Thema passt, aber ich habe im Pinsel einfach immer zu viel Farbe. Bei dir schaut es einfach anders aus. Ja, Beatrix, da ist Folgendes. Guck mal. Ich gehe in den Pinsel rein. Okay, ich könnte jetzt denselben nehmen, aber egal. Ich gehe in den Pinsel rein, nehme die Farbe. Aber bei mir ist nur hier in diesem vorderen Drittel immer Farbe. Manche, die sehen, dass ich. Ah, Mist, Moment. Achtung, Entschuldigung. So, jetzt nochmal. Hier nur im vorderen Drittel ist Farbe. Guck mal kurz. So, jetzt siehst du es deutlicher. Ja, und manche sehen, dass ich meinen Pinsel immer so hin und her bewege und denken dadurch, dass sie den Pinsel immer so flach in die Farbe drücken sollen und dadurch hat man immer so, kommt immer so ganz viel Farbe in den Pinsel. Ja, aber ich bewege ihn so hin und her, aber drücke dann nicht nochmal die Farbe hier in den Pinselschaft mit hinein. So, dann siehst du, meine Pfützen sind nicht allzu dick. Ich habe immer ein bisschen Wasser mit drin, um die Farbe eben flüssiger zu haben. Ich tauche den Pinsel meistens einmal ins Wasser hinein, dann kurz durch den Mallappen hier rein, dass die Farbe, dass ich so ein Gefühl habe, dass die Farbe gut läuft, schnell läuft, nicht zu schwergängig ist. Und guck mal, nur um das zu zeigen, im Pinsel ist im vorderen Drittel Farbe. Und dann trage ich die Farbe auf. So, wenn ich merke, ich habe zu viel Farbe, geht es ganz schnell zack, zack, zack durch den Mallappen. Und dann reicht oft auch noch die Restfarbe, mit der ich arbeite. Kannst du auch noch mal am großen Pinsel zeigen für dich. Warte kurz. Ich gehe hier in die Farbe, merke, sie ist ein Tick zu flüssig. So. Ein bisschen blau. Mische ich jetzt mal einen schönen Blaugrauton mit ein bisschen Weiß. Guck mal. Und hier nur im vorderen Drittel, da ist Farbe drin. Nein, ich wische den Pinsel nicht so, sondern ich bewege ihn so hin und her, damit die Farbe gleichmäßig, ja, eigentlich vermischt wird.
So. Dann, was haben wir noch? Gucken wir ganz kurz. Ja, Pudenz freut sich über Grüntöne. Klar, die kommen jetzt als nächstes. Bei Grüntönen ist es so, da habe ich halt ein Grün. Das ist das Phthalogrün-bläulich. Und ich habe eigentlich kein anderes Grün. Man könnte auch das Chromoxidgrün-feurig nehmen. Das ist so eigentlich ein ganz chemisches Grün. Hier, dieses hier. Ist ein ganz chemisches Grün. Aber das ist ein ganz tolles Mischgrün. Also es ist eigentlich, denkt man so, boah, so voll das kalte OP-Grün. Aber es ist halt ganz toll, um Farben verschiedenster Art zu mischen. Und das zeige ich euch auch einmal. Eigentlich könnt ihr hier genauso weitermachen wie eben auch mit den Grautönen. Ich lege eine grüne Grundlage an mit dem Phthalogrün. Das ist es. Möchte ich ein dunkles Grün haben? Hatten wir schon. Da gehe ich ins Schwarz mit hinein. Dann kann ich zum Beispiel ein bisschen Umbra gebrannt mit hineinnehmen oder eventuell noch ein bisschen preußisch blau. Und dann seht ihr, oh, hier ist noch weiß im Pinsel. Moment, einmal sauber machen. Dann seht ihr, dass ihr ein dunkles Grün habt. So, hier ist ein kaltes Grün mit preußisch blau. Ja, gehe ich mit Braun da noch mit hinein, habe ich ein warmes dunkles Grün. Natürlich ein bisschen Kobalttürkis mit hinein, auch toll, kommt ein ganz anderes Grün, leicht gräuliches. So, gehe ich dann ins Weiß mit hinein? Ja, dann wird es milchiger. Und da passe ich auf, wie viel Weiß ich mit reinnehme und ob Weiß das einzige bleibt, was ich mit reinnehme. Ja, das ist das Phthalogrün mit Weiß. Gehe ich aber mit ein bisschen Zitronengelb mit hinein zum Beispiel, wirkt das Grün schon wieder ganz anders. Und das Wichtige hier beim Mischen ist, welche Anteile von welcher Farbe tue ich zu dem Grün? Bleiben wir also mal strukturiert bei den kalten Grüntönen. Hier Kobalttürkis mit rein. Ja, ein bisschen Weiß mit rein, wird es heller. Mit ein bisschen Zitronengelb, das ist das Gelb, was immer so einen leichten Gelbstich in der Farbe noch gibt, wird es ein bisschen wärmer. Mit mehr Zitronengelb noch ein bisschen wärmer. Ich kann in dieses Grün, kann ich auch immer wieder Phthalogrün mit rein, Phthaloblau mit reingeben. Das ist auch toll für leuchtende, intensive, kalte Grüntöne, wie wir hier sehen. Da auch so. Und das gemischt mit dem Zitronengelb, boah, das geht schon richtig in die Chemie. Da. Das sind dann so intensive und irgendwann bei starker Vermischung mit Zitronengelb nahezu chemische Grüntöne. Ja, das war jetzt mit Grün als Grundlage. Aber natürlich könnt ihr auch mit Blau als Grundlage das mischen. Ultramarinblau zum Beispiel mit lichtem Ocker, der Klassiker für Moosgrün. Naja, ein bisschen Cadmiumgelb noch mit hinein. Da. Sehr schön für warme Grüntöne im Vordergrund. Und da seht ihr auch gleich, Cadmiumgelb hat eine enorme Färbeeigenschaft. Nehme ich noch mehr Cadmiumgelb, wow, zack, wird so richtig, ja, nahezu schon gelb. Ich kann hier ein ganz bisschen Grün wieder mit reinnehmen und schwupps geht es wieder in die schöne Olivenfarbe. Gehe ich mit Weiß hinein, muss man eben aufpassen, dass es einem nicht zu milchig wird. So ist es noch ein klar zu definierendes Grün und ich würde sagen, das ist das Entscheidende, dass ihr den Farbton klar definieren könnt. Wenn das so ein schwammiger Farbton ist, den ihr eigentlich nicht beschreiben könnt, dann merkt ihr, habt ihr nicht so gut gemischt, weil dann die Farben nicht so gut eingebunden sind. Generell eine Sache, wenn es darum geht, dass die Farben euch immer zu milchig geraten, kann es sein, dass ihr die Farben nicht gut genug durchgemischt habt auch. Oder den Pinsel nicht richtig sauber gemacht habt. Da ist es halt total wichtig,
Das ist total wichtig, dass ihr den Pinsel immer wieder ins Wasser tunkt, durch Mallampen zieht und wirklich alle Weißreste, die von eventuellen vorigen Farbtönen drin waren, einfach rauswäscht. Oft ist auch die mangelnde Pinselreinigung der Grund dafür, dass die Farben nicht intensiv genug werden oder dass sie sehr milchig sind. Wir hatten jetzt gerade Ultramarinblau. Wir können die auch mal ausprobieren. Ultramarinblau mit Zitronengelb. Schon wieder ein anderer Charakter, ne? Da Ultramarinblau transparent ist und Zitronengelb auch, erhalten wir kein deckendes Grün. Wollen wir das jetzt decken kriegen, müssen wir ins Weiß gehen und da Vorsicht. Denn zu viel Weiß verändert leicht den Farbton wieder. Also, wir können Grün mischen mit Phthalogrün und diversen warmen oder auch kälteren Varianten, wenn man zum Beispiel ein Kobalttürkis oder so ähnlich mit reinnimmt. Wir können kalte Töne mischen, indem wir Kobalttürkis auch als Basis nehmen und das hiermit mischen. Kältere Grüntöne hatten wir ja bereits. Warme Grüntöne gehen dann eher mit dem Ultramarinblau. Das hatten wir auch gerade. Ultramarinblau mit Cadmiumgelb oder Ultramarinblau mit dem lichten Ocker. Das gibt auch tolle Töne. Sehr schön übrigens am Rande hier Phthalogrün mit Sienna. Es gibt so ein tolles, tiefes Hukersgrün, das mag ich sehr, sehr gerne. Sehr schöner Ton. So für, na, wie würden wir das sagen, schattiger, dunkler, grüner Baum. Und dann haben wir noch den anderen Blauton, das Phthaloblau für Grüntöne. Und da hatten wir eher die chemischen Varianten erwischt. Hier nochmal ein ganzer Klassiker. Das hier ist Phthalo-Blau mit Cadmium-Gelb-Mittel. Ja, ein ganz sauberes Grün. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Cadmium-Gelb damit hinein. Und dann wird es auch noch ein bisschen heller. Mischt ihr also mit Weiß die Grüntöne heller, werden sie pastelliger. Mischt ihr sie mit Gelb heller, werden sie logisch gelber. So. Was haben wir noch? Vielen Dank, Hiltrud. Grautöne hast du bekommen. Ja, Gabriel Brieder fragt, zu welchen Farben rätst du? Ich persönlich verwende gerne warme Farben, natürliche, vor allem Gelb, Rot, vor allem Englischrot. Naja, die Farben, die ich euch hier gezeigt habe, das sind die Grundfarben, mit denen ich arbeite. Mit denen arbeite ich immer. Und jedes meiner Bilder habe ich eigentlich mit diesen Farbtönen gearbeitet. Ab und zu nehme ich mir noch mal ein Magenta dazu oder so. Aber das sind die Farben, mit denen ich arbeite. Und wenn du warme Farbtöne mischen möchtest, sowas wie ein Sienna oder sowas wie ein lichten Ocker, also so Terrakotta-Töne oder so schöne, ja, wie nennen wir sie mal, Toskana, Spanien-Töne, dann kannst du das alles mit diesen Tönen auch machen. Und da können wir ja gleich auch mal zu den Brauntönen übergehen. Und ja, mache ich den Pinsel kurz sauber. Und da siehst du es auch, ne? Lichter Ocker kannst du mischen mit Gelb. Dann hast du auch so schöne warme Töne, ne? Kannst du auch hier mit dem Titanweiß noch ein bisschen mischen. So ein Sandton ist das. Kannst du es mit dem Sienna mischen? Kannst du es mit dem Braun mischen? Und diese Töne kannst du natürlich auch immer ganz leicht, besonders jetzt so einen lichten Ocker, mit einem Rot mischen. Das nähert sich dann so den Terrakotta-Tönen an. Auch hier ein bisschen mehr lichter Ocker oder Cadmium-Gelb mit hinein. Guck mal, da kriegst du dann eine ganze Skala an warmen Tönen. Sag mal, sieht man noch gut, ne? Ja, ist noch was. Genau, alles klar. So. Und dann helle ich die wieder auf mit Weiß. Und da begebe ich mich dann schon langsam an den Strand und nehme meinetwegen auch Umbra gebrannt mit hinzu. Ja, und habe dann auch solche, ja, Töne, so ein bisschen Richtung Khaki gehend, ne?
Ja, was kann ich da noch zeigen? Ja, wenn du die dunkler mischen möchtest, dann gibt es genau das, was ich zu Anfang auch erzählt hatte, deine Schwarzmischung. Wenn du also dir dein Schwarz gemischt hast, meinetwegen jetzt mit Preußischblau, ach, da ist es noch, Preußischblau und Umbra gebrannt. Und mischst du das dann mit Sienna, guck mal, dann hast du echt so ganz tiefe, dunkle Brauntöne. Und willst du die dann heller machen? Dann brauchst du erstmal kein Weiß nehmen, weil dann wird es meistens so eine komische, schmutzige Farbigkeit, sondern da kannst du auch sowas nehmen wie einen dichten Ocker. Ja, das macht es ein bisschen heller. Oder du kannst sowas nehmen wie Cadmiumgelb Mittel. Auch schön, um solche Töne heller zu machen. Wenn dir das dann zu grün ist, vielleicht erinnert ihr euch, zu Anfang hatte ich gesagt, wenn der Grauton zu grün ist, nehme ich ein bisschen Rot. Damit das Grün neutralisiert wird, kann ich ja hier auch mal machen. Ein bisschen Rot mit hinein. Und seht mal da. Echt toll. Also, Brauntöne heller mischen. Klar, sie werden gelber. Könnt ihr mit Gelb oder mit lichtem Ocker. Und ich kann euch das hier einfach mal zeigen. Gehe ich jetzt ins Weiß hier rein. Ist eine schwierige Nummer. Seht mal. Dann begebe ich mich schon in diesen ja, neutralen Grautonbereich. Und da ist natürlich klar, wenn ihr da so bei braunen Tönen weiß unkontrolliert nutzt, dann driftet es schnell in so eine schmodderige Tonigkeit ab. Ja, muss man aufpassen. Sehr schwierig, zum Beispiel in der Farbigkeit, ist sowas wie Englisch Rot mit Weiß oder Sienna gebrannt mit Weiß. Das sind die Töne, die viele dann nicht mögen. Zeige ich auch mal. So, das sind dann so, na, jetzt geht es schon ins Rosa, aber die werden gern mal dreckig. Ja. So, was haben wir noch? Ja, ich würde gern noch die Violetttöne zeigen. Die Violetttöne sind natürlich sehr in meinen Bildern präsent und da ist die Basis das Chinacridon-Violett. Ich habe früher auch Chinacridon-Magenta empfohlen, aber das Chinacridon-Violett, das ist einfach noch intensiver. Das ist richtig leuchtend und das gemischt mit dem Ultramarinblau zum Beispiel zusammen, das gibt High-End-Violetttöne. Das ist echt super, echt schön. Und wenn man ein Violett heller mischt, dann würde ich natürlich Weiß dazu nehmen oder ja gut, man kann so Nuancen auch mit Cadmiumrot nehmen. Also, das hier ist mein wunderschönes Chinacridon-Violett. Hier ist es. Und gehe ich da mit Weiß rein, jo, dann habe ich diese wunderbaren leuchtenden Magentatöne. Gleich muss ich die Palette wechseln, sonst mischt sich hier alles mit rein. Dann zeige ich euch das eben. Möchte ich ein dunkles Violett haben, mische ich nochmal eben, nehme ich das Weiß nochmal raus. Und wieder, hier, mein Preußischblau, mische ich mit Chinacridon Violett. Hatten wir schon. Dann habe ich doch dieses schöne Violettschwarz. Hier. Ja, noch mehr Chinacridon Violett. Noch violetter das Schwarz und noch violetter das Schwarz. Und jetzt ein Hauch Cadmiumrot mit rein. Dann, wie gesagt, so ein schönes Rot-Schwarz. Mache ich jetzt das Violett so himbeerig und gehe dann nur ein bisschen in mein Schwarz, dann wird es auch noch ein Tick dunkler und bleibt intensiv. Noch ein Tick in Schwarz. Noch ein Tick dunkler. Noch ein Tick in Schwarz, in meinem preußisch-blau Gemisch. Noch ein Tick dunkler. Und möchte ich es noch ein bisschen bläulich haben, gehe ich ins Ultramarinblau. Ja, da haben wir so schöne Töne. Das findet ihr ganz viel in meinen Bildern, diese Farbskalen. Das ist echt, echt toll. Ich zeige einfach mal aus Spaß das Magenta aus der Tube dazu. Guck mal. Das sieht so aus. Ja, so. Nichts anderes eigentlich als dieser Ton, ein bisschen sauberer abgemischt als bei mir. Also,
gleich eine neue Palette. Ich gucke einmal, ob ich hier an der Ecke noch ein bisschen einmal das Magenta mischen kann. Dass ihr das sehen könnt. So, ja. Jupp, wird zu eng auf der Palette. Achtung, ich wechsle einmal. So, dann Chinakreton Violett wieder auftun. Titanweiß wieder auftun. Ihr seht, ne? Ich habe jetzt nicht viel gemacht, Palette ist voll und dann hat man eventuell auch keine klare Mischung mehr, weil da einfach kein Platz mehr ist zu mischen. Das ist der Grund, warum ich die Farben ganz an den Rand der Palette getan habe. So, jetzt seht euch diesen Ton an. Das ist dieser schöne Bärenton. So. Dann kommt jetzt wieder das Cadmiumrot dazu. An dieselbe Stelle wie eben. So. Und dann habt ihr auch diese schönen Rosatöne. Boah, lecker, 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 lecker. So, Achtung. So. Und so, mit ein bisschen Cadmiumrot und dann wieder mit Chinakredon Violett. Der Wahnsinn! Einfach traumhaft schön. Echt. Ja, dann brauchen wir noch Weiß dazu. Tue ich hier nochmal in die Ecke. Na komm, ist noch was drin. Hier ist auch eine Frage. Ist ja? Das dein Weiß beim Mischen auf deiner Palette, ist das zunächst ein Mischweiß oder ein Titanweiß? Cool, danke schön. Also, es ist, ich benutze hauptsächlich Titan. Danke. Dankeschön. Ich benutze ehrlich gesagt nur noch Titanweiß. Ich habe in meinen Büchern immer das Zinkweiß empfohlen, aber das Zinkweiß, da ist so ein toter Fisch mit so einem toten Baum drauf. Acrylfarbe ist eh echt beschissen für die Umwelt. Und insofern dachte ich, wenn da noch zusätzlich ein Fisch drauf ist, verzichte mal auf das Weiß. Also, ich arbeite komplett mit Titanweiß. Das Titanweiß ist sehr deckend. Aber die Frage finde ich noch aus einem anderen Punkt gut. Titanweiß ist nicht so leicht übermalbar. Manchmal ist dann zu Anfang in den ersten Schichten ein Deckweiß auch nicht schlecht, weil das ein bisschen nicht so eine glatte Oberfläche hat wie das Titanweiß. Ja. Und deswegen kannst du gern zu Anfang auch ein Mischweiß nehmen. Aber wenn du wirklich deckende Farbtöne, wie jetzt bei mir hier haben möchtest, dann ist natürlich ein Titanweiß besser als ein Mischweiß. Ich würde gerne hier bei diesem Ton noch einmal in das Zitronengelb leicht reingehen. Und einfach mal zeigen, wie dann das so einen leicht, ja, so einen orangenen Ton auch kriegt. Liebe Leute, ich glaube, ich muss gleich euch auch dieses Papier wegziehen. Das tut mir ganz so leid, weil hier ist mein Feld ausgefüllt. Dann müssen wir zu einem nächsten greifen. Also guckt euch das noch ein bisschen an. So, noch ein bisschen mehr. Hiervon auch. Und natürlich verändert sich dieser Ton auch und kriegt dann so eine schöne Aprikonote, wenn man dann ins Weiß geht. Einfach mal gucken. So. Ja, ein bisschen Zitronengelb wieder. Und ich gehe nie so voll in die Farbe rein und rühre die dann um. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich gehe immer so ein bisschen am Rand in die Farbe rein, um da was reinzumischen. Ja. Naja, jetzt sind wir bei den Violetttönen und ehrlich gesagt kommen dann auch die Rottöne. So, das Blatt lege ich zur Seite. Jetzt kommt das nächste. Oder soll ich da unten noch? Passt das noch? Ja, ich stehe jetzt hier. Ja, okay. Gut. Dann lassen wir es noch ein bisschen da. Hier, rot. Na, und da kommt dann auch wieder das Cadmiumgelb hinzu. Das war Zitronengelb. Hier ist das Cadmiumgelb. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare rein. Hilft. Danke. So, hier Cadmiumgelb, Cadmiumrot. Auch wieder unglaublich leuchtend. Na, das ganz reine Gelb, das ganz reine Rot. Wahnsinn, wie intensiv die sind. Also echt toll. Und da bei so einem richtig Cadmiumroten Mittel, da hilft so ein Zitronengelb eher nur ganz leicht, so einen leichten Gelbstich noch zu kriegen. Rot, heller mischen.
geht dann nur noch mit Gelb und dann wird es eben ja, orangener. Mischt ihr es dunkler, geht es zum Beispiel auch mit Chinacridon Violett. Na, seht ihr, wird dann so ein bisschen, geht dann wieder ins Bärige. Ihr könnt es dunkler mischen und jetzt betritt das Braun wieder die Palette. Auch mit Braun oder mit Sienna gebrannt. Ja, das Video könnt ihr danach auch noch sehen. So, ich zeige das einmal kurz, falls ihr euch jetzt nicht alles merken könnt. So, das ist noch ein dunklerer Ton. Und da betreten wir auch wieder die Rot-Brauntöne. Und das Rot kann ich auch mit einem Umbra gebrannt dunkler mischen. Oder ich nehme mein Ultramarinblau. Und da wisst ihr ja von eben noch, dann geht es so ein bisschen wieder auch bei Cadmiumrot in die Braunrichtung, bei Chinacridon Violett in die Violettrichtung. So. Na, das sind, und wenn euch das dann zu grau ist, dann geht ihr halt ein bisschen mehr mit Rot rein. Dann hält ihr es aber auch dann wieder auf. Ja, so schafft ihr die ganzen verschiedenen dunklen und hellen Rottöne. Und ganz klar, wollt ihr jetzt ein leuchtendes Orange mischen, wollt ihr ein leuchtendes Orange mischen, dann könnt ihr mit dem Cadmiumgelb am besten arbeiten und das mischt ihr dann mit dem Rot zusammen. Jo, da war jetzt Dreck im Pinsel. Moment, einmal Mallappen sauber machen. So. So, ich gucke einmal kurz. Orange, genau, orange. Also rot. Und dann geht ihr nicht mit dem Gelb da rein, weil dann wird das einfach braucht ihr viel zu viel Farbe, sondern dann nehmt ihr das Gelb einfach extra und nehmt die restliche Farbe in den Pinsel. Und so habt ihr dann ein leuchtendes Orange. Das sind also auch alles Töne, die ihr euch nicht kaufen müsst, weil ihr sie dann euch eben auch zurechtmischen könnt. So, was haben wir noch? Gelb, weiß. Ja, da gibt es noch eine Geschichte. Die Hauttöne. Ich kann euch zeigen, wenn ich Hauttöne mische, und es gibt ja so unendlich Hauttöne, und dann hängt das auch noch mit dem Licht zusammen. Dunkler Hauttyp, ganz dunkler Hauttyp. Heller Hauttyp, im hellen Licht, im dunklen Licht, im Sonnenuntergang, im Morgenlicht. Da gibt es einfach so viel Variation. Dann das Gesicht im Schatten, das Gesicht im Licht. Ich würde euch aber gerne zeigen, wie ich so Porträts, also wenn ich diese Farben mische, wie ich damit anfange. Und da fange ich tatsächlich auch an mit so einer Grundfürze, die erstmal so den Grundhautton der zu porträtierenden Person trifft. Ja. Also, für Menschen helleren Hauttyps habe ich immer meine drei Brauntöne als Grundlage und Chinacridon Violett und das Ultramarinblau tatsächlich. Aber für alle Hauttöne, da bin ich wieder, für alle Hauttöne habe ich eigentlich auch immer alle Farben da, weil wenn ich einen dunklen Hautton brauche, wisst ihr ja, wenn ich Schwarztöne mische und sowas, dann brauche ich natürlich auch die ganze Palette für meine dunklen Hauttöne. Auch für, wenn es kältere Stellen im Gesicht gibt. So, also legen wir mal eine Grundlage an aus Cadmiumrot, Sienna gebrannt und ein bisschen Weiß. Da begeben wir uns jetzt hier in den rosa Bereich. Aber auch dieser Bereich taucht in manchen Hauttönen auf. Aber es ist so unterschiedlich, an welcher Stelle im Gesicht, im Körper ihr gerade seid. Aber ich gehe dann meistens von einer großen Grundpfütze aus, mit der ich versuche, so den Grundhauttyp des zu porträtierenden Menschen zu treffen und nehme manchmal auch ein bisschen Palettendreck mit hinein,
Palettendreck ist in diesem Fall so eine Mischung aus Umbra gebrannt und Ultramarin, dass das so einen natürlicheren Touch bekommt. Ja, und von dieser Pfütze mische ich dann auch die helleren Töne mit Weiß, mit Zitronengelb ab. Und von dieser Pfütze mische ich aber auch die dunkleren Hauttöne dieser relativ, sagen wir mal, hellhäutigen Person mit ein bisschen, ja, ein bisschen schon in der Sonne gewesen. Frühjahrstank. So, die Schattentöne würde ich dann auch immer mit Ultramarinblau in dieselbe Mischung reingehen, aber nur am Rand und eventuell auch mit ein bisschen Chinacridon-Violett malen, vielleicht ein bisschen noch in so ein Rot mit reingehen. So, man, vielleicht so einen Ton zu haben. Eventuell noch ein bisschen Sienna. Ja, aber man kann das nicht so genau sagen, weil die Haut einfach, da gibt es so unendlich von Tönen. Das Wichtige ist eben, dass ihr eine Grundbasis habt und dann auch guckt, welche Töne sind denn tatsächlich im Schatten. Und nicht einfach nur schwarz nehmt oder irgendein Mischmasch, sondern versucht tatsächlich auch in den Schattentönen eines Gesichtes, eines Körpers eine Farbe zu haben. Dann erhaltet ihr diese Porträts, die dann auch so eine schöne Farbigkeit haben. Wenn jetzt jemand sehr dunkle Haut hat zum Beispiel, da ist für mich das Blau mit dem Braun immer eine schöne Basis oder auch ein bisschen Sienna mit hinein. Ja, aber das ist auch wieder nur ein einziger Ton von, sagen wir mal, Hunderten von Tönen, die in diesem Gesicht stattfinden. Ja, da gibt es dann auch solche Töne. Ja, es gibt einfach unzählige Töne dort und Variationen. Denn dann, wenn das Licht irgendwo drauf scheint, dann gibt es auch solche Töne. Ja, dazu kann ich einfach nur sagen, versucht genau hinzugucken und versucht echt diese Vielzahl an Tönen auch zu treffen. Und auch gerne scheut euch nicht, zum Beispiel bei einem sehr hellen Hauttyp wie meinem, auch mal ab und zu ein bisschen Grün so in leichte Schattentöne mit reinzunehmen. Bei einem sehr dunklen Hautton, bis sehr dunkel, ist es manchmal sehr schön, wenn da auch so eben Blautöne im Schattenbereich noch mit auftauchen. Das ist einfach eine ganz tolle, ja, also eine ganz tolle Möglichkeit, auch mischen zu lernen, indem man wirklich versucht, Hauttöne zu treffen. So, ist hier noch was? Ich guck mal kurz. Nee, das ist super. Okay. Und dann gäbe es noch zum Schluss die Weißtöne und die Frage, ob es überhaupt Fehler beim Mischen gibt. Und die hatte ich relativ zu Anfang auch beantwortet. Nein, es kommt ganz darauf an, was man machen möchte. Und wenn man ein super leuchtend farbiges Bild malen möchte und das Bild ist milchig geworden, dann kann man vielleicht von einem Fehler beim Mischen sprechen. Aber sonst passt das. Ja, und eine ganz tolle Übung, wenn ihr mischen lernen wollt, ist eine weiße Tischdecke einfach zu malen mit all ihren Falten und da dann einfach auch mit Weißtönen zu arbeiten. Das heißt, das Weiß, wenn man es dann dunkler macht, das wird dann auch so eine Art, wird dann so eine Art Grau. Das kann ich jetzt eben noch zeigen. Ja, da habt ihr hier das Weiß, das Titanweiß. Und dann gehe ich zum Beispiel mit dem Ultramarinblau oder meinem Palettendreck mit rein und habe dann eben verschiedene, aber auch immer noch schöne, pastellige Farbtöne. Und wenn ihr weiß, ist ja nicht immer gleich weiß, da gibt es einfach so viel Variation. Das heißt, man kann da dann auch sagen, die Stellen, die ein bisschen weiter vorne sind, die sind ja wärmer. Das heißt, da geht man so ein ganz bisschen in das Zitronengelb mit hinein und dann hat man einen leicht gelblicheren Weißton. Und Töne, die so ein bisschen kälter sind, da würde ich dann auch wieder in das Phthalo-Blau Cyan reingehen. Aber da muss man aufpassen, weil dieses Phthalo-Blau Cyan hat so viel Pigment, dass man echt nur einen Hauch davon braucht, um diesen ganzen Ton schon in so ein Grün zu kriegen. Ja, so einen leichten, das nennen wir eher in so einen leichten, kalten Ton zu bewegen. So, mit ein bisschen lichten Ocker verändert man da die Töne, die im Vordergrund sind, von der Tischdecke zum Beispiel. Dann, wenn man dann stärkere Schatten hat, gehe ich dann immer gerne in sowas wie ein Ultramarinblau und dann ein bisschen Umbra. Dann habe ich diese Töne.
so. Und natürlich auch manchmal in das Chinacridon-Violett. Haben Sie ordentlich lang gedehnt, ne? Chinacridon. So, zum Beispiel. Und wenn mir das noch ein bisschen zu sauber ist für eine Tischdecke, dann einfach noch mehr ins Weiß und irgendwo in so einem bisschen Schmutz von der Farbe, dann kriegt das so einen natürlicheren Charakter. Jo. Dann würde ich sagen, das war's. Waren noch irgendwelche Fragen? Konntest du da was sehen? Ja, es war noch eine Frage. Gut. Sonst am 7.4. hatte ich gesagt, um 18 Uhr, da zeige ich euch, wie man so ein Porträt ausmisst. Ja, freue mich dann auch wieder, wenn ihr jetzt Kommentare reinschreibt, was euch da interessieren würde, was ihr gern besonders wissen würdet. Und dann haben wir ein neues Landschaftsmalen-Video gemacht. Da sieht man, ja, wie man eine Landschaft aufbaut, kompositorisch, wie man den Himmel richtig gut anlegt, wie man Grüntöne mischt und so. Also das hier eigentlich in der Praxis auch fortgesetzt. Das findet ihr auf meiner Seite malzeit.eu und dort unter Webinare, das ist ein Punkt. Und da könnt ihr das Video allerdings kaufen für 9,90 Euro, dauert aber 43 Minuten und ist vollgepackt mit Informationen. Ich finde es sehr, sehr schön geworden. Die Frage? Mit wie vielen Farben hast du angefangen? Steht hier, ist noch eine Frage. Ja. Eine andere ist noch, das betrifft aber eine andere Frage, und zwar, ob es was nützt, wenn man Leinöl auf 3 Tage alte Ölfarben drauf. Gut, das ist was anderes. Okay. Mhm. Das Thema. Ja. Ja, alles klar. Also heute angefangen können wir ja theoretisch mal zählen. Wenn wir jetzt diese zählen, also es sind diese 1, 2, 3, 4. Ah ja, genau. Gut, ich wechsle mal eben die Kamera. Zack. So, haben wir angefangen mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Farbtönen. Und man kann auch mit 4 Farbtönen mischen, aber ich habe das maximale sinnliche Erlebnis mit diesen Farben hier. Weil ich liebe dieses Chinacridon-Violett und ich liebe das Kobalt-Türkis, was so unglaublich intensiv ist. Auch eben besonders für die Grautöne. Das sind einfach meine Farben. Und so richtig coole, richtig hammertolle Schwarztöne habe ich mit diesen 4 Farben, dem Weiß, dem Primärgelb, dem Primärblau und dem Magenta einfach nicht so mischen können wie hier. Und das ist das, eigentlich ehrlich gesagt, die vorhin 20 Jahre male ich schon mit diesen Farbtönen und natürlich auch mit Farbtönen anderer Hersteller. Da muss man einfach gucken, mit welchen Farben man am besten zurechtkommt. Und ich komme mit diesen hier super klar und kaufe aber auch, wenn ich irgendwo jetzt einen Farbton sehe, den kaufe ich mir dann auch und liebe das dann auch fertig gemischt. Also es gibt auch noch so einen, der macht so voll das Gelb-Nirvana, das Lasur-Goldgelb zum Beispiel, kann ich mal kurz zeigen, da sieht man es, das ist so, ist einfach richtig intensiv und sehr leuchtend, wenn man das braucht. Ja, also 7.4., 18 Uhr und Mahlzeit EU, gerne mal Newsletter eintragen, weil da erfahrt ihr einfach am meisten und am ehesten, was es Neues gibt. Und da gebe ich natürlich bekannt, wenn wir auch neue Videos rausgegeben haben. Und wenn euch meine Gemälde und meine Bilder interessieren, felixeckert.de, das ist meine Webseite für die Kunst. Ja, ich gucke, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, Porträt ausmessen, hatte ich gesagt. Eventuell machen wir dann weiter mit einer altmeisterlichen Untermalung, das müssen wir noch sehen. Und meine Malreise nach Mallorca im Mai, da sind 2 Reisen und da ist auch noch ein Platz in jeder Reise frei. Also wenn ihr noch spontan mitkommen möchtet und echt viel lernen möchtet und mir macht es richtig Bock, das zu erzählen, das tue ich 6 Wochen im Jahr und das mache ich genauso leidenschaftlich wie malen, dann schreibt mir gerne eine Mail. Die Kontaktdaten findet ihr unter malzeit.eu. Ja, freut mich. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ja, ich freue mich auf unser nächstes Webinar.